Ich würde die ketogene Diät wirklich jedem empfehlen. Das ist eigentlich versuchswert, weil die positiven Effekte der Diät, die treten schon in den ersten Wochen auf. Also bei mir war das nach 3 Wochen, dass es mir besser ging, wo ich wacher war, konzentrierter war, wo ich endlich positive Lebensenergie so an sich hatte. Das war schon das Erste, was ich gemerkt hatte. Die Diät ist eigentlich einfacher durchzuführen, als man denkt, denn heutzutage in der heutigen digitalen Zeit hat man eigentlich jegliche Literatur zur Verfügung. Man kann sich die ausleihen, man kann sich vieles runterladen. Es gibt genug Blogs und Chats, wo die darf man nur so ein bisschen bedingt und begrenzt nutzen, weil die ganz anderen Ansatz haben. Dadurch, dass man jetzt schon vom Arzt bekommt so ein bisschen Anleitung und vom Arzt schon unterstützt wird, finde ich das gar nicht so schwierig. Es ist einfacher, als man denkt. Jeder kann Rührei zum Frühstück essen. Ich musste auch lange überlegen, ob ich das mache oder nicht, weil ich nicht überzeugt war. Aber ich muss sagen, es ging leichter als ich gedacht habe, es ging leichter, ich war schnell in Ketose, ich hatte schnell positive Veränderungen. Ich bin heute komplett anfallsfrei, komplett ohne Medikamente und lebe mein Leben wie vorher, noch dick besser, weil ich leistungsfähiger bin. Und bloß nicht Mut verlieren. Ich habe längere Zeit gebraucht. Ich konnte die Medikamentendosis relativ schnell runterdosieren, aber komplett absetzen konnte ich das Medikament nicht. Das heißt aber auch für mich mal am Anfang Kompromiss. Wenig Medikament und die Diät ist immer noch besser als nur sehr viel Medikamente und sehr viel Nebenwirkungen. Einfach nur Mut.